Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und natürlich auch herzlich willkommen wieder bei Tomb Raider. Wir sind hier jetzt irgendwo in der Pampa unterwegs und ich habe das Glück, dass ich die Gelegenheit heute nutzen kann, noch ein bisschen zu zocken. Unsere Tochter ist bei Oma und Opa, meine Frau hat sich mit dem Kleinen ein bisschen hingelegt, das muss man ausnutzen. Ich freue mich schon drauf, hier das Abenteuer weiter durchzutreiben. Ich freue mich natürlich auch drauf, irgendwann mal, und zwar hoffentlich bald, nicht bloß ein Tageslager zu finden, sondern auch ein Schnellreiselager, mit dem ich dann wieder in alte Gebiete zurückkehren kann, um die weiter zu erforschen und um hier offen gebliebene Punkte abzugrasen. Jetzt müssen wir mal schauen, was hier noch ansteht und wie ich mich hier schlagen kann. Euch wünsche ich erstmal viel Spaß dabei und wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen, was da noch passiert. Irgendwas blitzt da vorne? Karte aktualisiert, neuen Ort entdeckt. Das sieht sehr nach dem Hubschrauberabsturz aus. Was ist denn das? Ein Pilz? Rotkappensammlung, neue Herausforderung. Abschließend für EP. Aha. 10 Pilze gefunden. Nein. 10 Pilze zusammen, einen gefunden. So rum ist richtig. An die Stelle kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Bergwaldset. Aha, noch ein Pilz. Mein Vater hatte einen ähnlichen in seiner Sammlung, der aus dem Jahr 854 vor Christus stammte. Okay. Schön verziert, schaut er auf jeden Fall aus. Da gehe ich dann zum Ursprung zurück, wo ich hergekommen bin. Ach, jetzt sehe ich es erst. Da oben hängt der Rotor mitten in den Bäumen. Ach.
Na schön. Gut, hier kann ich anscheinend nicht mehr viel machen. Was willst du jetzt von mir? Nein, es ist zu dunkel. Sie könnten überall sein. Bist du sicher, dass sie hier sind? Ich sollte einfach auf einen Baum klettern und abfahren. Toll, verdammte Wölfe. Hey, wenn ihr euch versteckt, kommt raus! Seid treu! Manometer. Brenne, du blöder Penner. Thank you.
Irgendwie fühlt sich das so an, als wäre ich hier schon mal gewesen. Und gleichzeitig kann es fast nicht sein. Aha, okay. Da muss ich hin, da ist ein Grab. Und da unten habe ich mich noch gar nicht umgeschaut. Will ich aber jetzt noch gar nicht hin. Na schön, aber wenn hier die Plattform noch da ist, unten ist ein Lager. Sehr schön, die Hälfte der Pilze haben wir schon mal.
Neuer Ort entdeckt. Aha. Da hinten blickt ein Geocache. Da hinten ist noch eine Wand. Da oben ist ein Pilz. Was haben wir denn da? Da liegt eine Taschenlampe. Karte aktualisiert, ein neuer Ort entdeckt. Die Taschenlampe hängt hier in der Luft. Und der Geocache liegt irgendwo da oben. Ganz klasse. Da blinzelt mich aber noch was an. Neues Lager entdeckt. Jagdhütte. Aha. Ach so. Da geht's in kein Grab, da geht's nur diesen Schleichweg entlang. Mal
sehen, ob ich das noch besser hinkriege. Da könnten wir eigentlich mal was ausprobieren. Kunst? So, dann hüpfen wir mal dahin. Was bist denn du jetzt für ein deppertes Weib? Dolch, wahrscheinlich ungefähr aus dem Jahre 100. Wie lange stranden Schiffe schon auf dieser Insel? Kann ich dir nicht sagen. Musst du selber herausfinden, wenn du es überhaupt lösen kannst. So.
Okay, das war's. Aha. Ein geheimes Grab in der Nähe. Ja, genau. So, und in dem Grab ist anscheinend die Karte dann. Gut. Dann schleichen wir uns doch mal in das Grab rein. Was das jetzt soll, verstehe ich gerade noch nicht. Dafür nutzen wir jetzt mal schnell das Lager. Fähigkeitenpunkte keine. Ausrüstung, schauen wir mal schnell. Haben wir komplett. Haben wir komplett. Auch komplett. Also, da kann ich im Moment auch nichts tun. Ja, Mama. Manometer. Also, da komme ich nur durch. Wenn ich das Gas in Brand setze.
von einer Knoll. So, ich muss das Zeug da oben erstmal wegbrennen. Durchsucht, Heiligtum der Sturmwache gemeistert. Ein Fähigkeitspunkt, eine Reliquienkarte und Belohnungsorte. So stelle ich mir das vor. Ein Geocache fehlt mir, ein Dokument und eine Reliquie. Reliquie sehe ich, Dokument sehe ich. Aber den Geocache sehe ich nicht. Ich bin ja auch blöd. Den habe ich ja hier oben angeklickt. Ist jetzt die Frage, wie man da hinkommt. Wahrscheinlich, wenn ich hier durchgehe, dass ich dann da hochkomme, um den dann noch einsammeln zu können. Na gut. Dann heben wir uns den auf. Stopp. Wir gehen hier mal zu der Reliquie zurück. So, die Frage ist jetzt, wo setzen wir das ein? Jäger-Upgrades? Gibt's doch nicht, dass ich jetzt so müde bin. Ist doch helllichter Tag. Keine Ahnung wieso. Ich kann hier noch in Ausweichkill und Ausweichkillmeister investieren. Beziehungsweise in Bogenexperte, die verschiedenen Expertenfähigkeiten. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Sicherer Schuss. Sind sie konzentriert? Haben sie mehr Zeit, um mit ihrem Bogen zu zielen? Benutzen sie ihre Pfeile im Nahkampf für zusätzliche Belohnungen. Schaltet das Kopfschussfarbenkreuz frei.
drücken Sie F, während Sie den Bogen benutzen, um betäubten Feinden mit einem Pfeil den Rest zu geben. Aha. Schauen wir mal. Gut. Dann quälen wir uns hier mal raus und kehren zu unserem Hauptlager hier zurück. Und dann denke ich, werde ich diese Runde schon mal wieder beenden. Karte aktualisiert, Tab-Taste drücken für Belohnungen. Alles klar. Das haben wir ja schon gesehen. Region leer gejagt. Aha. So. Und da haben wir jetzt auch wieder die Schnellreisefunktion. Kann ich jetzt irgendwas an der Ausrüstung herumdoktern? Nein, da tut sich nichts. Kommen wir hier zu den Fähigkeiten und dann zur Schnellreise. Ja, okay. So weit, so gut. Geisterjägerin. Beim Bergtempel fehlt mir die Pyromanin, da fehlt mir eins. Ach, da schau, guck. Das kann ich also auch noch nachholen. Das haben wir komplett. Bergdorf gibt es zwei Lager. Zugang zur Basis habe ich auch komplett. Das ist komplett. Da kann ich schön der Reihe nach durchgehen. Genau, in der Barackenstadt fehlt mir noch ein bisschen was und in der geothermalen Kaverne auch. Bergwald auch. Okay. Gut. Soweit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Da oben liegt noch was ich einsammeln kann. Da liegt sogar noch ein Geschenk. Krieger der Sturmwache, wir stehen heute am Beginn einer großen Veränderung. Die Flotte des Feindes, die auf unsere Küste zusteuert, wird die letzte sein, die je versucht, unser geliebtes Yamatai einzunehmen. Der Zorn unserer großen Sonnenkönigin wird einen gewaltigen Sturm herbeirufen und wir werden auf den Winden reiten und den Feind vernichten. Aber wir werden nach dem Sieg nicht aufhören. Mit einem neuen Tag wird das Licht unserer Königin sich über die Ozeane erstrecken und alle Länder erleuchten. Und während wir aus Yamatai in der Wärme ihres Glanzes baden, werden unsere Gegner brennen. General, die Eroberer. Eine Aufzeichnung der Rede des Generals am Vorabend einer großen Schlacht, wenn die Yamatai Eroberer waren. Was hat sie dann aufgehalten? Gut, dann füllen wir hier mal noch... Ach, ist schon voll. Dann füllen wir hier mal noch die Pfeile auf, wollte ich eigentlich. Dann waren sie schon voll. Und dann gehen wir mal hier wieder zu unserem Lager. Gut,
Also, was soll ich sagen? Es war spannend, nach wie vor. Entschuldigung, nach wie vor. Mir hat die Runde hier bei Tomb Raider viel Spaß gemacht. Ich habe auch die Karte gefunden. Die Gegner waren relativ gut diesmal zu besiegen. Manchmal muss man echt hier aus der Deckung heraus arbeiten, damit das funktioniert. Ansonsten ist man da wohl relativ zügig platt. Ja, ich bedanke mich daher einfach mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die ganze Sache hier auch viel Spaß gemacht. Ich denke, ich werde in der nächsten Runde mal so ein Stückchen zurückreisen, noch die offenen Punkte versuchen abzuklappern. Da in der Barackenstadt noch einiges offen ist, da ist noch ein Grab offen und. Das werden wir uns mal mit anschauen, denn auf Dauer werde ich sehr viel Bergungsgut brauchen. Ich will natürlich schauen, dass ich so viel wie möglich Fähigkeitspunkte noch einsammeln kann. Vielleicht gelingt es mir ja hier mal alle Fähigkeiten freizuschalten im Laufe des Spiels. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hier noch hingeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Nachmittag und bis zur nächsten Runde bei Tomb Raider sage ich einfach Ahoi, Servus und bis zum nächsten Mal. Lasst's euch gut gehen. Euer Captain. Tschüss.